Ist geil, ne? Junge! Du kannst knicken. Ich würde dich nach 4 Bier auch noch platt machen. Weiter nach 4, ich habe schon 6 getrunken, ist mich raus. Ja Leute, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute auf der Strecke unterwegs. Es ist eine Privatstrecke. Es ist eine Privatstrecke in seinem Rückgarten. In seinem Rückgarten. Also richtig, richtig geil. Wir zeigen euch gleich die Strecke. Es sind ein paar Leute mit dabei. JP ist da, Emdel ist da, Luca, Franka, Toni, Finn, Jendrik. Also ordentlich was los. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal die Strecke an. Bisschen rutschig heute, aber sonst. Ja, es hat heute Nacht nochmal geregnet. Er hat es extra gestern noch geschoben für uns. Und heute Nacht hat es aber ordentlich geregnet. Also ja, mal gucken. Teilweise ist es wirklich sehr matschig. Das ist die Strecke. Aber das ist die Strecke. Ist bisschen Supercross-mäßig. Hier sind wir Anlieger, da hinten geht es noch weiter. Also echt coole Sprünge auch dabei. Schöne Anlieger da hinten, da auch ein paar Wellen. Ja, ein paar schön lange Sprünge halt auch. Ne? Und der dahinter ist glaube ich noch länger. Dieser hier ist glaube ich 20, 25 Meter lang, ja, oder so. Also ich würde sagen ausladen und Attacke. Gut, wir müssen jetzt noch tanken. Dafür haben wir extra von tennisprinter.de. Tankmarken. Das sieht ja nicht gut aus. Das Ding ist nämlich, auf vielen Crossstrecken und sowas muss man nämlich mit Tankmarken tanken, dass man eben nicht die Umwelt belastet und sowas. Was cool ist, bei tennisprinter.de kann man die Matten sich selber bedrucken lassen, egal wie. Und das allerbeste ist, du kannst die komplette Matte bedrucken lassen. Wir normalen hat das auch, wir haben unsere eigenen Zahlen drauf und auch ein komplettes Bild einfach drauf machen. Also richtig cool. Geil. Sehen auch endlich mal ein bisschen professioneller aus, als sie eigentlich sind. Mann, jetzt hier schön. Mit Bike, so. Ich denke, die Leute sind Profis oder nicht. Ich packe euch den Link einfach mal in die Videobeschreibung. Könnt ihr mal abchecken. Und vielleicht habt ihr auch Bock auf eine eigene Matte. Kann ich nur empfehlen. Ersten Runden gefahren, was sagst du? Ist fast nicht matschig zum Glück. Ja. Also man drückt die ganze Zeit. Ja, ja. Ich hoffe, du hast schon dein Silberabzeichen gemacht, sonst kommst du hier nicht weit. Gut Leute, es geht los. Erste Runde fahren. Alle sagen schon, es ist nicht wirklich möglich. Super matschig. Ich habe richtig Bock. Also die Jungs sagen alle, die ist super rutschig. Oh, ey, Digga, der schmeißt jetzt schon den Trick. Boah, das ist so matschig. Ich hätte lieber ein bisschen Abstand. Alter, was zur Hölle, ey. Ja, die Strecke muss ich erst mal ein bisschen einfahren, glaube ich. Wohl wahr, ich habe erste Runde übertreibt jetzt direkt. Muss ja noch dick machen, mich überholen. Ey. Mann, Mann, Mann. Das muss schon cool sein, einfach so eine Strecke im Garten zu haben. Es ist halt einfach sein Garten so. Alter, was ist das? Ist geil, ne? Junge! Da kannst du knicken. Ich wühl einfach nur rum und... Ja, mein Hinterreifen schwirrt nur rum. Ja, mit deinem Hinterreifen will ich auch gar nicht. Ja, mein Hinterreifen ist halt runtergefahren und ich hab Mousse drin. Ist rutschig! Alter Schwede! Der Spike sieht auch schon aus. Der Sprung! Ich bin so seitlich aufgekommen und hab den quasi so. Weiß ich auch nicht. Junge! Du hast doch wieder dafür unterfällst, meinst du, ne? Am weiter Sprung? Deinem großen Sprung, ja. Und bin so schräg aufgekommen. Aber du fährst gut. Hätte ich nicht gedacht. Boah, es ist so matschig. Ich bin jetzt ein bisschen schwer hier. Und jetzt du, Scheiß.
Ja, ich fahre einfach voll rein da. Geil. Einfach drüber. Einfach drüber. Raus im Weg. HWK wieder auf der Kochstelle. Hat jemand irgendwie ein Taschentuch bei? Ich sag's dir, wie es ist, ne? Die würde ich nach 4 Bier auch noch platt machen. Ja. Hier, bitteschön. Du darfst fahren. Ja, ich hab keine Klamotten mit. Ich hab kriegst alles. Meine. Kannst du anziehen. Kriegst meine, alles gut. Wir haben alles da, Henrik. Ja. Ihr fallt mir jetzt schon in den Rücken so. Ich hab auch, ne? Ganz viele Klamotten bei. Ja, Henrik. Ja. Nach 6 Bier. Aber ich meinte nach 4, ich hab schon 6 getrunken, ist mich raus. Fuchs muss man sein, nicht nur buschigen Schwanz muss man haben. Nee, als Sportler muss ich aber auch sagen, dass man nach Bier getrunken kein Motorrad mehr fährt. Nach Bier getrunken? Nach Bier. Okay, du fährst auch nicht mehr. Prost. Warst du die anderen Male betrunken? Wenigstens Milo hat Spaß auf der Strecke. Gib mal hier ein paar professionelle Tipps, was kann ich besser machen, außer alles? Nee, das stimmt nicht. Auf jeden Fall, Armhaltung ist bei dir ein Punkt, weil du hast die Arme sehr weit unten. Ja. Also ich würde versuchen, mich ein bisschen aufrechter hinzusetzen, weißt du? Also die Arme kommen durch, wenn du dich einfach schon aufrechter hinsetzt. Und zum Beispiel jetzt bei der Kurve habe ich gesehen, du sitzt von Anfang an. Also versuch wirklich, fahr im Stehen. Stehen fahren bringt Kontrolle. Ich fahre vor jedem Training und nach jedem Training immer 3 Runden die komplette Strecke. Die komplette Strecke im Stehen. Und so gewinnst du Kontrolle über das Motorrad. Das würde ich jetzt erstmal Armhaltung versuchen und länger stehen. Okay. Einmal immer kleine Tipps geben. Und mehr Gas geben, damit ich mich so viel rutsche, oder wie? Nee, gar nicht. Ich rutsche viel nur rum. Vorne, ja, hinten, alles. Ich muss dazu sagen, mit dem Reifen kannst du dich auch nicht viel erwarten. Also, es ist Enduro-Reifen mit Mousse. Und runtergefahren. Ja. Schon besser? Ja, deutlich. Deutlich. Hier gerade die Kurve bist du viel sauberer gefahren. Ja. Weil dieses Frühsitzen und dann immer dieses Gasstößen, das wird unkontrolliert. Du bist lange gestanden, dadurch hast du auch normal konstant Gas gehalten, hast dich hingesetzt, bist so weitergefahren, war eine saubere Linie. Wird nicht jede Runde klappen, aber das muss man sich als Ziel setzen, das immer wieder zu machen. Mhm. Wenn du stehst, stehst du immer so in so einer leichten Hockeposition, so. Das heißt, zu weit Gewicht nach vorne. Versuch mal, die Beine ein bisschen durchzustrecken. Okay. Ja, und ein bisschen weiter hinten zu stehen. Dann ist es auch nicht so verkrampft mit den Armen so, weil dann hast du automatisch die Arme lang. Aber also mit meiner Größe halt immer so ein Ding noch, ne? Ist, ja, okay. Ich glaub, uns allen würden Zentimeter Lenker mehr. Alter, eine Runde davor waren gut, oder? Ja. Ja. Jetzt bin ich auf jeden Fall dreckig, matschig. Geil, ey. Top Sache. Die ganzen Runden läuft auch so gut. Motivation ist da, oder wie? Total. Fängt auch zum Glück nicht an zu regnen gerade. Geil. Oh, Marian, wie ist langsam ist. Ja, man hat nass und matschig, oder? Ja, sehr matschig. Und es wurde auch nicht besser, es wurde eher rutschig. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Das ist die Hauptsache. Jetzt kommt der nervige Part wieder. Ganzer dreckiger Scheiß liegt hier rum. Sieht aus wie Chaos. Ist die dreckigen Bikes noch irgendwie reinschmeißen. Ich hab richtig Bock. Ich auch. Das ist in der Motocross-Fahrt immer so. Am liebsten einfach alle stehen lassen und neu kaufen. So, lass es. Oh. So. Fertig mit Fahren, Motorräder sind auch schon eingeladen. War wieder mal so richtig dumm, sich erst umzuziehen und dann die Motorräder einzuladen. Aber gut. Gut, Leute, wir sind wieder zurück, gerade Bikes gewaschen. Mega kaputt, Emse. Pennt ihr schon fast auf dem Sofa? Ich bin richtig müde. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir sind im nächsten Video bei. Oh, ich kann schon gar nicht mehr reden. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Oh. Bis dahin, mach's gut, tschüss.